dieser Master kann ja direkt studiert werden, nach dem Bachelor in das Masterprogramm übergehen. Das ist aber auch offen für diejenigen, die schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben. Also jeder steht an einem unterschiedlichen Punkt in seinem Leben. Und bei den Personal Skills geht es darum, dass man, weil wir auch kleine Gruppen haben, dass man schon auf die einzelnen Leute eingehen kann und sie da auch abholt, wo sie sind und in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt. Das ist für uns ganz wichtig. Es geht nämlich nicht nur darum, Wissen aufzubauen, es geht nicht nur darum, Wissen anzuwenden, sondern es geht auch darum, dass der Einzelne sich zu einer Persönlichkeit entwickelt, weil das geht Hand in Hand. Wenn ich eine Führungsperson bin, wenn ich sogar später vielleicht ein Unternehmen leite, ist schon wichtig, dass ich gute Entscheidungen für mein Unternehmen treffe. Aber wichtig ist irgendwie auch, dass ich ein Mensch bin, den man anfassen kann, wo die Leute Vertrauen dazu haben, dass ich Leute mitreißen kann. Und das sind so schon so Thematiken, die bei den Personal Skills eine wichtige Rolle spielen. Also wir haben zum Beispiel im zweiten Semester das Modul Power and Conflict. Da geht es wirklich mal, dass ich mich in Situationen begebe, okay, wie gehe ich denn mit Konflikt um? Das ist ja überhaupt nicht einfach. Ja? Konflikt entsteht ja zum Beispiel, wenn ich vielleicht auch Mitarbeitern mal sagen muss, so wie du gerade agierst, ist nicht optimal. Man muss jemanden kritisieren, da entsteht ja häufig auch ein Konflikt draus. Wie gehe ich damit um? Wie halte ich das vielleicht auch aus? Auch die andere Situation mit Macht, also Macht verführt, das ist vielleicht noch in Ordnung. Das ist ja irgendwie auch reizvoll und sich der Macht hinzugeben. Man muss ja nur aufpassen, dass einem die Macht nicht korrumpiert oder dass ich mich nicht der Macht dann völlig hingebe. Wie gehe ich auch in Situationen um? Ich glaube, ein guter Manager zeigt sich dann, wenn er auch mit ohnmächtigen Situationen umgehen kann. Und klar, wenn ich ein Team führe oder sogar größere Einheiten wie eine Abteilung, ja, da bin ich für die Abteilung verantwortlich. Ich muss aber auch mal wissen, wann ich mich zurücknehme und wann die anderen die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Und solche Dinge lerne ich zum Beispiel in dem Modul Power and Conflict. Im dritten Semester geht es um Creativity, Improvisation, Play. Was ich auch ein ganz spannendes Modul finde, da geht es wirklich sehr stark darum, sich selbst auch zu erfahren, auch in seinem eigenen Körper. Ja, also sozusagen Kreativität, Improvisation und Spiel sozusagen ganzheitlich gesehen. Also nicht nur sozusagen, ich sitze irgendwo an einem Tisch und es geht nur um mein Brain, es geht eben nicht nur um das Brain, sondern es geht eben auch um den Mensch als Ganzes zu sehen. Und eines der allerwichtigsten Module, das ist auch ein Personal Skill, ist das Modul Personal Renewal. Dass ich wirklich in diesem Modul noch einmal reflektiere, was habe ich in meinem Master gemacht und wohin geht eigentlich meine Reise? Was möchte ich bewegen in meinem späteren Leben? Auch in diesem Modul vorgesehen, halte ich auch für extrem wichtig, eine gewisse Art der Erdung dahingehend, Respekt vor den anderen zu haben, auch mal zu schauen, wie geht es denn eigentlich einem anderen? Und deshalb ist in diesem Modul zum Beispiel vorgesehen, dass man eine Woche Social Work macht. Und es trägt auch wahnsinnig, glaube ich, dazu bei, dieses Modul, weil wir eben Manager und Führungskräfte helfen wollen in ihrer Entwicklung, die ethische Verankerung. Für so eine Sache finde ich es extrem wichtig, dass man wirklich auch nochmal Social Work oder Sozialarbeit macht, wobei das der Studierende selber entscheiden kann, was er machen möchte.